Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von A Plague Tale Innocence. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem rattenmäßigen Video. Und Sie können sehen, wir stehen mit dem lieben Amicia und dem lieben Hugo bei der lieben Clevier, hieß sie, glaube ich, der Oma, die uns gerettet hat. War eine sehr, sehr krasse Ehrenaktion. Von daher würde ich sagen, liken, wenn es gefällt, in jedem Video, Discord, Link in der Bio beitreten. Und dann würde ich sagen, gib jetzt nach oben, Leute, und hol uns die Kleidungsstücke ab, die diese liebe Clevier oder wie sie heißt, uns bereitgestellt hat. Sehr liebe Frau, dann würde ich sagen, ab nach Rom erstmal und dann mal sehen, ob wir hier irgendwas finden können oder ob wir vertrauen können der Oma, aber ich glaube, sie wird schon irgendwie lieb sein zu uns, oder? Das wird schon irgendwie. Okay, dann würde ich sagen, Leute, hier ist die Truhe, genau, aber was ist denn hier so Weihrauch. Schönes? Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Weihrauch und Kräuter. Okay. Alles klar. Ansehen hier. Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten, es umgibt sie auch. Aus diesem Grund erhält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt, für einen Auslöser der Seuche. Um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb auch durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Okay. Interessante Methode auf jeden Fall. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Och, Hugo. Wenn er wüsste, dass Beatrice gestorben ist, ne? Das ist ja nicht so schön, dieser Anblick gewesen. Aber ja, ey, das sieht ganz fresh aus eigentlich, ne? So ein Mantel um sich und ja. Amicia sieht echt gut aus hier. Okay, dann würde ich sagen, Leute. Ab zu Hugo erstmal, der soll bei uns bleiben, Alter. Hugo. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Dankeschön, Clive. Jetzt können wir auch unsere Waffe erstmal verbessern. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Dankeschön, ey. Was für eine Ehrenfrau, hö. Voll lieb von ihr. Also sie muss das gar nicht machen eigentlich, aber sie macht es trotzdem. Obwohl die Pest sie gerade richtig krass ausbricht, ne? Und Hugo weiß ja nicht mal, dass auch der Vater gestorben ist. Ja, also ich glaube, irgendwann wird es doch sehr eskalieren mit Hugo und der Wahrheit. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Okay, das Leder war ja draußen im Hof, hat ja die Clervier gesagt. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus. Und wir sollten aufpassen, dass denn niemand uns, ja, hier abfängt, weil die verfolgen uns gerade alle hier. Leder, sehr schön. Also heißt, wir müssen noch einiges looten. Heißt, wir können auch dann später unsere Waffen verbessern, unsere Schleuder. Komm schon, das ist geil. Ganz ruhig, konzentrier dich. Bender, während Amicia ihre Schleuder repariert, nutzt sie die Gelegenheit, um ein paar Materialien auszutauschen. Das verbessert die Geschwindigkeit ihrer Geschosse, sodass Kopftreffer nun tödlich sind. Ah, okay, dann let's go. Schon viel besser. Heißt, wir können auch unsere Schleuder benutzen, Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Um andere zu töten sogar, okay. Alles klar, Mann. Beutel. Amicia tauscht die Munitionsfläche der Schleuder gegen ein größeres Stück Leder aus. Okay, auch geil. Mehr Materialien können wir dann mitnehmen. Munition mehr mitnehmen. Und auch weniger Lärm. Das ist wild. Gut, ich sollte mich bei Clavi bedanken. Auf jeden Fall. Du kannst jederzeit mit Touchpad das Menü öffnen. Ah. Und? Viel besser.
Vielen Dank, Clervy. Vielen Dank für alles. Ehre. Hier habt ihr sie verloren. Oh, shit! Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte nein, Hugo. Auf. Hugo, nein. Renn doch nicht weg. Hugo, warte. Nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Nein, er rennt raus. Er rennt wirklich raus. Aber Hugo, ist ja klar, das war so plötzlich mit der Wahrheit. Warum einfach rausrufen? Nein. Was macht Och, er denn? Hugo, was machst du denn? Wo sind sie? Nein. Oh nein, die haben uns gehört. Die haben uns gehört. Aber ist ja auch klar, Hugos Eltern sind gestorben, sind jetzt erfahren. Es tut mir leid, warte. Das ist doch so klar, ey. Oh Gott. Hugo, nein, was ist denn jetzt los? Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Nein, ach, die arme Ami ist ja auch schon überfordert, ne? Ist ja auch noch so ein junges Mädchen, ey. Ist ja klar, die ist ja auch so überreagiert. Ach du Scheiße. Nein! Oh nein! Nein, kleiner, elendiger Schwanz! Da warst du also die ganze Zeit? Nein, warte! Die Schnauze! BAM! Ich wollte das nicht. Oh. Amicia! Ach du Scheiße! Hugo! Ich komme! Ist er tot? Ich glaube, er ist tot, Leute. Oh, Junge, Amicia, Alter. Aber ist auch klar, so eine Schleuder hat man auch gesehen. Das hat schon echt viel Wumms, ne? Bitte, er darf Hugo, nicht Hugo, tot Hugo, jetzt mach doch mal also stehen! Nicht tot sein, Hugo! Er kann nicht sterben. Er muss irgendwo sein. Ah, nein, ist schon wieder noch einer. Hör mit der Zappelei auf. Ein Rutzer. Du wirst mich nicht unter die Erde brechen. Kleiner, elendiger Ich werde mit dir anfangen. Komm her. Nein. BAM! Ich etwa umbringen? Zwing mich nicht. Zwing nicht die Amise zu kämpfen, Alter. Komm her. BAM! Herrin, diese Rüstung hat Äxten und Schwertern standgehalten. Wer hat gefragt? Du ah, jetzt angreifen. Jetzt check ich das, Leute. Nur ein. Jetzt verstehe ich die Scheiße hier. Komm her. Greif an. Bam. Oh, du bist so tot, Bruder. Bam, Junge. Oh, wir können die Rüstungsteile abschießen. Das ist gut zu wissen. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Ja, dann greif an. Mühsam. Ich bin ein wenig eingerostet. Greif an, süßer. Bam, Junge. Oh, du bist so tot. Schnell, Ami, schnell. Das soll mich etwa... Amicia? Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Du redest mit dir selber? Du bist du ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur komm, greif an hier. Idiotunge, ich bin nur ein Mädchen. Bam. Ah, so eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Was? Nein! Komm nochmal. Jetzt aber! Bam! Du machst mir Angst. Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Noch ein paar andere Rüstungen haben wir schon geschafft und noch ein paar Teile. Wo ist Hugo eigentlich hin? Wir müssen aufpassen bei einem Treffer und da sind wir schon erledigt, Alter. Ich brauche nur einen Treffer. Dann komm doch jetzt her und greif an. Spaß! Wir haben dich! Bam! Das soll mich etwas Nein! Du entkommst mir nicht. Ich hab doch das Geld so getroffen. Ach, scheiße. Komm, greif an. Nein, ich renn genau in den Schläger rein. Bitte treffen. Nur ein. Bam! Ich habe keine Angst vor dem Tod. Noch ein bisschen. Du hast mir alles genommen. Der tritt durch. Nein. Der tritt völlig am Rad. Was zu tun, bitte. Oh mein Gott, war das knapp. Der tritt durch. Ach du Scheiße! Greif doch jetzt an! Wir müssen schnell sein! Herren, diese Rüstung hat Äxten und Schwertern standgehalten! Oh Junge, der tritt durch! Er will Fang spielen! Das reicht! Bringen wir es hinter uns!
Halt die Schnauze! Bam, Junge! Ja! Bring mich! Wow! Amicia! Sie hat einen Ritter getötet! Den Konrads! Amicia hat echt Wumms! Man sollte nicht mit dir spielen, Alter! Amicia! Mach das nie wieder, Hugo! Du hast ihn getötet! Wir hatten keine andere Wahl. Es war einfach, nicht mehr abzuwenden. Konrad war durchgeknallt. Aber jetzt heißt es erstmal weg hier! Komm mit! Die geben uns die Schuld, dass die Pest ausgebrochen ist. Was für gestörte Vollidioten. Aber was ein kranker Kampf, Alter. Also, wie heißt, wir können auch echt kämpfen. Gegen die Menschen. Kapitel 3. Vergeltung. Geiler Anfang. Gefällt mir sehr, das Spiel bis jetzt. Schau, Amicia. Ich komme. Und das ist also eine Kathedrale oder irgend so eine Kirche, wo alle gebetet haben vielleicht? Ja, das war eine Betungsstelle, glaube ich. Dann erstmal rein hier. Erkunde die Kirche. Wow. Dann let's go erstmal. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Och, Hugo. Hugo ist schon ein kleiner Süßling auf jeden Fall. Aber das davor, als er weggerannt ist, war echt nicht so klug von Hugo. Das muss er echt abstellen, Mama aber... und Papa. Bitte wache über sie. Er kommt damit anscheinend schon sehr schnell klar, aber ist auch ein... Ja, er ist auch ein Kind, Leute. Ne? Ich glaube, als Kind kann man es noch nicht so realisieren, dass die Eltern gestorben sind. Deswegen ist es schon auf jeden Fall sehr, sehr hart. Okay, dann würde ich sagen, Leute, hier laufen wir erstmal weiter. Alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Hugo muss doch sehr viel lernen. Also, er ist ja noch ein kleines Kind, wie gesagt. Deswegen wird es schon irgendwie. Und hier ist jetzt ein Podest, genau. Aber ist hier noch irgendwas anderes vielleicht? Oh, ja, eine Tatsache. Halskette. Eine Halskette, Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Alles klar, würde ich sagen, beten wir erstmal für unsere Vergib Eltern, mir für unsere Sicherheit. Die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Stimmt, ja, Amicia hat zwei Menschen getötet, aber sie musste einfach für ihre eigene Sicherheit und für die Sicherheit von Hugo, sie musste einfach die beiden beseitigen, weil die drehen völlig am Ratz, Alter. Klar, alle sind gestorben wegen der Pest gefühlt, aber das ist irgendwie auch nicht das Wahre, ne? Einfach alle zu verbrennen oder irgendwie alle zu jagen, obwohl wir nicht mal die Pest in uns haben. Was ich jetzt nicht weiß, vielleicht hat Hugo auch die Pest in sich? Das kann aber ja auch sein, weil... Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Weil Beatrix hat auch selber gesagt, Hugo hat irgendeine Seuche in sich und vielleicht hat Hugo wirklich die Pest in sich, aber bei ihm kommt es nicht zum Vorschein, weil er immun dagegen ist oder so. Wir werden später noch sehen. Okay, dann würde ich sagen, Leute, wo können wir denn jetzt lang? Dort können wir nicht rein. Ist alles verbarrikadiert? Ist hier irgendwas? Bei den Kerzen vielleicht, aber es ist sehr groß hier. Ist wild auf jeden Fall. Ist auch schon krass, dass die Kirche oder generell das Christentum damit so viel Einfluss hatte, ne, auf die Menschen. Das ist schon wild. Im Mittelalter, ne? Okay, dann... Ah, wir müssen hier hoch. Ein zerbrochenes Fenster und dann kletter hoch. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Sehr gut, also... Amicia, da ist jemand. Oh, nein! Was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte. Es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Pater Thomas, warte! Ist das der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Hier ist also jemand doch noch, Alter, aber ich hoffe nicht, dass sie die Pest hat. Sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Ich auch. Also ich glaube, die wurden dann überfallen und sind umgezogen. Aus diesem Kloster, Kirche, was auch immer hier ist. Hier ist noch mehr Schwefel, sehr gut. Ich glaube, mit dem können wir auch einige Waffen verbessern, also halt Amicias Schleuder. Ja. Alles klar, dann laufen wir mal weiter hier rein und gehen zu dem Pater Thomas. Und reden mit ihm ein bisschen. Monsieur! Wo sind Sie? Den Geruch kenne ich.
Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Ja, ist aber das Ding, ne? Ich glaube, die Menschen haben sich eh nicht so oft gewaschen in der damaligen Zeit Mittelalter. Deswegen hat sich die Pest und generell andere Krankheiten sehr schnell verbreitet, ne? Das ist ja das Ding, Alter. Und noch Ratten, die rumgelaufen sind. Diese Plagegeister. Alles schon irgendwie sehr nervig. Okay. Pater Thomas, Monsieur Thomas, wo sind Sie? Blumen, die sind wunderschön. Hugo darf nicht rumschreien, er ist viel zu laut manchmal, aber das ist sogar was Nelken. Goldenes. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium, aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Oh, schon kleiner gut. Hugo. Hugo ist so niedlich, also er war manchmal ein bisschen lost. Ist immer noch ein bisschen lost, aber er ist auch so knuffig, der kleine Hugo, ne? Hier ist noch eine Axt. Vielleicht mitnehmen? Oder nee, ich glaube, Amisa ist da ein bisschen zu schwach dafür, um da ein bisschen auszuholen. Wir laufen aber weiter erstmal. Hier ist doch ein Buch. Oh, oder ein Stoff, meine ich. Ja. Alles klar. Ich hoffe, hier ist noch irgendwas, oder? Ist hier noch was? Wir sollten alles untersuchen. Genau, hier ist doch sehr viel, Alter. Schnur, Schwefel. Man muss hier alles untersuchen und einsammeln, Alter, in dieser Welt. Okay. Thomas, wo bist du? Aber alles ist hier leergefegt. Was ist denn hier geschehen? Haben die alles Pater? Überfallen oder sind es die eigenen Menschen gewesen, die geflüchtet sind? Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann... Möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Kam es nur mir so vor, oder war die Farbe gerade so dunkel und blass und farblos davor, als Pater irgendwas erwähnt hat? Stets im Lichtschein. Jetzt ist alles wieder halbwegs Pater, in Ordnung. Warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst... wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Das ist also ein Kloster im Untergrund irgendwo, ne? Das ist schon interessant, hier alles zu sehen, finde ich. Ein geiles Setting, Pest, Mittelalter. Sowas gab es eigentlich recht wenig in der Videospielwelt. Bruder Geil. Morell? Wartet hier. Wir sollten immer aufpassen, nicht, dass der Mönch auch irgendwie die Pest hat und das an uns überträgt. Bruder ich weiß Morell. Jetzt nicht ganz, wie man sowas übertragen kann. Vielleicht... durch Anhusten, durch Anbeißen oder einfach durch, Speichelübertragung oder sonst was. Keine Ahnung. Bruder! Was ist los, Hugo? Die Kamera war gerade so komisch aus seinem Kopf. Stimmt was nicht? Und wie diese komischen Schallwellen. Was? Ach du
Scheiße, Hugo! Hier, Gänsehaut! Nein! Schnell! Das Licht! Vater, nein! Das Licht! Ach du Scheiße! Woher kamen die Ratten alle auf einmal? Das ist also wirklich Black Tail Innocence. Irgendwelche Ratten. Amicia, sie haben ihn gefressen. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Sie haben ihn abgenagt. Boah, ist das eklig. Und die Controller-Vibration von der PS5, das ist so wild. Das fühlt sich richtig krass an. Sie sind überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Aber Hugo hat, glaube ich, irgendwas mit ihm zu tun, glaube ich, ne? Und sie kommen rausgeflogen wie Wasserfall. Als wäre es nur Wasser oder so, gehört euch das mal. Als würde man irgendwie so, keine Ahnung. Oh, das ist eklig. Es sind zu viele, sie sind überall. Der arme Papst, nicht der Papst, das rede ich denn, Thomas meine ich. Scheiße. Ist hier noch was zum Looten? Ich loote gar nichts, wir gehen einfach runter. Verzieht euch, die Scheißratten! Das ist ein Albtraum! Wir müssen hier raus, Amicia! Das ist schon mal so ein Albtraum. Das ist so eklig! Das ist so eklig! Das ist ein Mönch, der andere Bruder. Wir müssen haben alles abgenagt. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Scheißendreck! Wir finden eine Lösung. Wir müssen eine Lösung finden. Sonst ist es zu spät. Oh nein. Brennen! Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Feuer. Wir brauchen Feuer. Stein. Das Stein. Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Aber das Spiel ist geil. Beruhige dich, Hugo. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Die Story ist sehr interessant. Und auch mit den Ratten. Das ist zwar übelst eklig, aber mir gefällt's. Das sucht sie also heim. Ratten. Oh. Der Priester bietet einen Weg nach draußen durch die Krypta. Rennt. Amicia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Haben wir irgendwie einen Stock oder so? Wir brauchen einen Stock hier irgendwo, weil so können wir nicht durchlaufen, sonst sind wir einfach nur noch Rattenfutter. Verzieht euch! Ich mochte Ratatouille, den Film. Der war richtig süß, aber ihr seid mir ein bisschen zu viele Ratten auf einmal. Das kann ich schon mal sagen. Hier ist doch was. Hier ist nur Leder, aber können wir nicht irgendwie einen Stock herholen oder so? Ist hier irgendwas? Können wir hier runter irgendwie nochmal einen Stock aufsammeln oder so? Oder bin ich verloren? Oh, nein. Ihr bleibt ganz schön unten, Leute. Ich gehe wieder nach oben. Ciao. Wo ist denn hier ein Stock? Oder müssen wir erstmal einfach weiterlaufen hier? Oder ich müssen hier rüberklettern. Schnell! Ja. Verdammt nochmal, alle wurden zerfleischt. Ist hier noch was? Ein Stein ist hier. Was bringt... okay. Bam, Junge! Sieht euch, ihr Scheißratten! Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Wir haben schon genug Schwefel. Können wir hier vielleicht was schon machen oder so? Nee, ne? Aufwerten können wir auch schon. Aber wir haben nicht genug. Wir brauchen mehr, Leute. Wir brauchen mehr Sachen. Aber Leute, da wird das ganze Fleisch abgenackt von den Menschen. Da ist nur noch Knochen dran und ein bisschen Blut. Du zuerst. Na gut. Ey, ich würde hier sterben vor Gänsehautangst. Ihr glaubt es nicht, Leute. Das wäre so schlimm, Alter. Ist hier noch was? Noch mehr Leder, sehr gut. Für unsere Waffen später. Hier ist auch noch was. Her damit. Wir müssen hier irgendwie rüber. Aber wo und wie? Können wir irgendwas auslösen? Geht sogar. Bam! Gut, wir gehen gleichzeitig. Okay, das ist gut. Heißt, wir können damit jetzt einfach durchlaufen mit dem Schwung der Fackel. Ja. Komm, schnell!
So, okay. Jetzt heißt es erstmal, verzieht euch, ihr Scheißratten. Oh, 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 oh. Renn! Hugo, nein! Beruhige dich. Renne, 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 Amisa, renn unter Hugo. Alter, müssen raus aus diesem Rattenloch. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar noch eine Werkbank. Noch was. Werkzeug, her damit. Was wollen wir jetzt verbessern? Tasche, mehr Ressourcen? Würdest du sogar... Machen wir es einfach, Leute. Das Einzige, was wir machen können eigentlich. Machen wir, let's go, Leute. Das ist das Einzige, was wir machen können. Das ist das Einzige Gelbe hier. Das sollte mir die Sache erleichtern. Auf jeden Fall. Okay. Laufen wir jetzt mal weiter. Keine Ratten. Doch, Ratten! Schnell ins Licht! Ja, 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 komm, Hugo, Hugo! Wir haben keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Wir müssen irgendwas machen. Bam! Gut, das schafft sie abzulenken. Bist du okay. Sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Noch ein Schinken! Frisch Schinken! Komm mit! Sehr gut! Renn, Amicia, ran! Wie ist noch was? Schnell rüber, 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 rüber! Komm, kleine Hugo, komm, kleine Hugo! Nichts wie raus hier! Die drei Heiligen! Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Uns wie? Und das sind noch mehr Leichen, noch mehr hässliche Ratten. Hört doch auf. Leute, dann würde ich sagen, wenn die nächsten Folge dann hier weiterlaufen durch diese Rattenmenge hier, das ist so krank. Aber auch so geil gemacht zugleich. Und dann würde ich sagen, liken, wenn es gefallen hat. Discord, Link in der Bio, für alle News und. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann, bleibt gesund. Und ciao, ciao.